Dann wechsle ich an dieser Stelle auf Standardsprache und heiße Sie alle herzlich willkommen zur Lehrwerkspräsentation zu Die kleinen Sprachstarken. Ja, die kleinen Sprachstarken bestehen aus verschiedenen Lehrwerksteilen, die wir Ihnen heute Abend etwas näher bringen möchten. Und zum einen ist das, Sie sehen es ganz auf der linken Seite, der Begleitband. Der Begleitband ist für die Lehrperson gedacht und er führt durch die 8 Themen, also durch die 2 Kindergartenjahre. Dann gibt es 2 Hefte für die Kinder. Heft 1, Heft 2, man kann die auch in umgekehrter Reihenfolge bearbeiten. Also ich habe für alle Kinder einer Kindergartenklasse das Heft 1 und im Folgejahr habe ich dann für alle Kinder das Heft 2. Dann habe ich ein Spielepaket jeweils für 4 Themen pro Kindergartenjahr. Es gibt die Bildwortkarten. Sie sehen hier eine kleine Abbildung davon. Auf der Vorderseite ist jeweils ein Bild, auf der Rückseite ist die Beschriftung des Gegenstandes und zuletzt auch noch das Posterpaket mit 8 Postern als Einstieg in die Themen. Was ich noch vergessen habe, der Begleitband, der ist selbstverständlich auch digital verfügbar mit weiteren digitalen Unterlagen zum Downloaden, Kopiervorlagen etc. Ja, hier sehen Sie die 8 Themen, die durch die 2 Kindergartenjahre begleiten. Das ist im Kindergarten die Jahreszeiten, Körper und Gesundheit, mein Dorf, meine Stadt. Und dann in einem zweiten Jahr die Themen Ich, du, wir, im Wald, Feste feiern und kaufen und tauschen. Wir haben ganz bewusst Themen gewählt, die sehr alltäglich sind im Kindergartenalltag, sodass man sie jederzeit gut einfügen kann in die bestehende Jahresplanung. Genau. Die Jahresplanung, die findet sich ebenfalls im Begleitband. Das Lehrmittel, die kleinen Sprachstarken, deckt die Kompetenzen des Lehrplans 21 ab, und zwar zum einen die Kompetenzen aus dem Fachbereich Deutsch. Sie sehen das auf der linken Seite. Da kann man nachschauen, welche Kompetenzen oder Kompetenzbereiche in welchen Bausteinen abgedeckt werden. Und zum anderen sind die entwicklungsorientierten Zugänge im Kindergarten ganz zentral. Auch diese werden abgedeckt. Wenn ich so arbeiten möchte, finde ich auch eine Übersicht über die entwicklungsorientierten Zugänge und weiß jeweils, welche ich damit bearbeite. Ja, nun möchten wir Ihnen gerne einen Einblick geben in das Unterrichten mit die kleinen Sprachstarken. Wenn ich den Begleitband aufschlage, sehe ich diese Seite und das gibt mir schon mal einen guten Überblick. Jede Einheit oder jedes Thema startet zuerst mit einer Einstiegsaufgabe. Das ist jeweils eine ganz offene Transferaufgabe, die offen sein soll, sodass die Kinder ihr Vorwissen einbringen können, dass die Kinder dass die Konfrontationsaufgabe soll das Interesse für das Thema wecken. Anschließend folgen verschiedene Bausteine. In den Bausteinen sind Erarbeitungsaufgaben enthalten. Ich habe außerdem jeweils Übungs- und Vertiefungsaufgaben, wenn ich ein Thema vertiefen möchte oder erweitern mit zusätzlichen Aufgaben. Parallel dazu läuft das freie Spiel. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Mehr dazu noch später. Und ganz am Schluss folgt ein Ausstieg mit einer Synthese- oder Transferaufgabe, bei der die Kinder nochmals zeigen können, welche Kompetenzen sie neu erworben haben und sie können sie doch dort nochmals anwenden und über die neu erworbenen Kompetenzen nachdenken. Und jetzt übergebe ich das Wort Katrin. Sie wird zeigen, wie das ganz konkret aussehen könnte. Vielen Dank. Ja, wir bleiben ganz kurz bei dieser Übersichtsseite. Also zu jedem der 8 Themen gibt es eine solche Seite und die gibt mir als Lehrperson eine sehr gute und einfache Übersicht. Wichtig ist noch zu sagen, die Bausteine, die erwähnt worden sind,
Die sind hier aufgelistet. Bei diesem Thema hat es zum Beispiel 6. Das sind unterschiedlich. Manchmal sind es weniger, manchmal mehr. Und Sie können alle Bausteine machen im Unterricht oder Sie können auch welche auswählen und einzelne weglassen. Oder die einzelnen Bausteine noch vertieft bearbeiten, weil das besser zu Ihrem laufenden Thema passt. Einfach, dass Sie da wissen, da sind Sie sehr flexibel in der Umsetzung. Diese Seite soll einem auch ein bisschen so die Motivation geben, in das Thema einzusteigen. Es hat da immer so Sätze dazu, die können Sie jetzt wahrscheinlich auf der Präsentation nicht lesen, aber die geben wirklich einen kleinen kurzen Überblick, was da Sie als Lehrperson und die Kinder erwartet. Nach dieser Seite sind die Bereiche nochmals aufgelistet. Ich glaube, meine Steuerung funktioniert nicht. Dann müsstest du für mich weiterdrücken, Eva. Danke vielmals. Da sieht man wieder auf der einen Seite der Einstieg, die Bausteine, der Ausstieg und auch das freie Spiel. Auf dieser Seite hat man nochmals eine ganz wunderbare Übersicht. Da werden die Kompetenzen zugeordnet vom Deutsch, die Sprachhandlungen, die die Kinder machen und auch die entwicklungsorientierten Zugänge, welche gefördert werden, sind da den einzelnen Bausteinen oder dem Ein- und Ausstieg zugeordnet, wie auch bei den Angeboten, die wir fürs freie Spiel vorgeben oder als Hinweis geben oder als Tipp. Auch das ist eine wunderbare Übersicht zum Planen und zum sich orientieren. Dann geht es weiter mit der nächsten Seite, dann wird es detaillierter. Wir sind jetzt bei einer detaillierten Ansicht des Einstiegs. Wir sind beim Thema immer noch bei Mein Dorf, meine Stadt. Wenn Sie etwas lesen, gehört das zu Mein Dorf, meine Stadt im Moment, bei einem Thema, das ist Ende Jahr angedacht. Bei der detaillierteren Übersicht sind die Bezüge zum Lehrplan 21 alle formuliert. Sie haben die Ziele der Einheit, Sie haben die Sprachhandlungen, Sie haben das Material, welches Sie benötigen und Sie haben auch Beobachtungs- und Beurteilungsfragen, die Sie nutzen können. Auch das gibt wieder einen guten Überblick, was im Unterricht auf Sie zukommt. Dann geht es weiter mit einem Kasten-Wortschatz. Da sehen Sie die Wörter, die in der Einheit wichtig sind und alle Wörter, die fett gedruckt sind, die erhalten Sie als Bildwortkarten. Auf einer Folie, kurz vorher bei der Präsentation haben Sie bereits ein bisschen eine Bildwortkarte gesehen. Wir werden später noch mehr sehen. Aber die fett gedruckten Wörter, die sind alle als Bildwortkarten vorhanden. Ebenso sind in diesem Kasten auch die Redemittel darauf hingewiesen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, welche Redemittel die Kinder nutzen können und sollen und dass man sich auch beim Unterrichten darauf achtet, dass sie das wirklich auch benutzen können und dass man sie einfordert. Ich denke, dieser Kasten ist auch ganz spannend für IF-Lehrpersonen, für SAPs oder DATS-Lehrpersonen, dass man sich da orientieren kann, an welcher Vorbereitung man zum Beispiel schon arbeiten könnte. Und dann kommt das Erarbeiten. Beim Erarbeiten sind die einzelnen Schritte des Unterrichts sehr gut beschrieben, dass sie klarkommen, dass sie wissen, was man mit dem Material machen kann. Teilweise sind da auch Verse abgedruckt und immer alles, was sie fett sehen, also so fett gedruckt ist, das sind Materialien aus dem Lehrwerk, welches sie brauchen. Da steht zum Beispiel, ob man das Poster braucht oder eine Audiodatei oder die Bildwortkarten. Das finden Sie alles in diesem Text. Ich mache ein bisschen Werbung für diesen Begleitband. Mir geht es manchmal so, dass man viel tolles Material sieht, wenn man ein Lehrmittel kauft und den Begleitband ein bisschen vergisst. Jetzt habe ich selber damit gearbeitet und ich muss sagen, es lohnt sich da reinzuschauen. Es gibt wirklich viele Hinweise, viele Tipps, viele Unterrichtsideen, die man nutzen kann und die vielleicht auch nicht gleich ersichtlich sind, wenn man das Material sieht. Die einen Ideen natürlich schon, da sind Sie sicher auch sehr unterrichtsgewohnt schon. Und wissen gleich, was damit anfangen oder können es für den Unterricht gleich einsetzen. Aber ich denke, es ist wirklich gut, wenn man sich da in den Begleitband ein bisschen einliest, weil sonst gehen einem viele tolle Sachen verloren. Im Begleitband hat es auch weitere Kopiervorlagen und so weiter. Dann gehen wir eine Folie weiter.
Weil wir starten jetzt mit dem Einstieg. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Überblick bei einem Thema, wie man startet und wie man endet. Aber wirklich nur einen kurzen Überblick. Jedes Thema beginnt mit einem Poster. Die Poster sind unterschiedlich gestaltet, sind alle sehr nahe an der Lebenswelt der Kinder. Das hat Frau Biasio schon erklärt. Das war uns ganz, ganz wichtig. Das ist das Startposter von Mein Dorf, meine Stadt. Es ist so gestaltet, dass es fast an allen Orten irgendwas gibt, was man den Anknüpfungspunkt in die eigene Gemeinde, in das eigene Dorf oder in die eigene Stadt setzen kann und somit gut ins Thema starten kann. Wie der genaue Einstieg stattfinden könnte, das können Sie im Begleitband lesen. Nach dem Einstieg, der hier, ich mache nur einen kleinen Ausblick, hier macht man einen Spaziergang im Raum mit Bild-Wortkarten, wo man sucht, was entdeckt man alles, wenn man rumspaziert, einen Brunnen, einen Spielplatz, eine Bibliothek, einen Laden und so weiter. Das ist im Begleitband beschrieben. Es ist aber auch ein Tipp gegeben oder ein Hinweis, dass man sagen kann, ja, mach das gleich draußen, geh doch mit deiner Klasse direkt ins Dorf oder in die Stadt und mach einen Spaziergang. So kann man den Unterricht anpassen, wie man es für sich gut findet oder für die Klasse gut möglich ist. Wenn man also eingestiegen ist, dann folgt das Arbeiten mit den Bausteinen. Im Verlauf dieses Themas gehen die Kinder ganz an unterschiedliche Orte vorbei. Wir sind in der Bibliothek, wir sind bei einem Jungen im Besuch in einem Zimmer, wir sind auf der Straße, wir sind beim Postboten und wir sind am Bahnhof. Der letzte Baustein ist am Bahnhof. Und da im Begleitband sieht man dann fett gedruckt, aha, man braucht das Spielepaket und man braucht eine Audiodatei. Und eine dieser Übungen möchte ich Ihnen nun zeigen. Also das heißt, man nimmt das Spielpaket, da ist ein Spiel gedruckt. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, es ist A3-Format. Und es ist eine Audiodatei dazu. Das sind Bilder aus dem Wimmelbild nochmals ein bisschen vergrößert. Die kann man je nach Klassensituation nochmals genau besprechen. Schon mal darüber reden, was sieht man da, was könnte da passieren, was könnten die Leute miteinander sprechen. Wenn Sie jetzt dann die Audiodatei hören, denken Sie daran, das ist ein Thema Ende Schuljahr. Das heißt, die Audiodatei ist, es ist ein Gespräch. Sie können schauen, ob das für Ihre Klasse so passt oder Sie könnten es auch anpassen und vereinfachen. Wir hören aber nun mal in drei Gespräche hinein, die die Kinder dann diesen Bildern hier auf diesem Bild zuordnen können. Komm da an! Was? Schwätz lüter, ich verstehe dich nicht! Ja, ich bin unterwegs. Mein Zug fährt um 8 Uhr. Ich sollte um 9 Uhr im Büro sein. Was hast du dabei? Gummibärli. Wolltest du auch eins? Darf ich auch? Was hast du dabei? Sie haben gemerkt, es gibt immer eine Pause zwischen den Gesprächen. Wenn diese für Sie zu kurz ist, dann können Sie natürlich auch stoppen. Oder Sie können die Gespräche selbst vorsprechen oder vereinfachen, wenn das für Ihre Klasse noch nicht so stimmt. Die Schulreise ist auch dabei. Das Thema ist Ende Jahr angedacht. Viele Kinder reisen da vielleicht im Bus oder mit dem Zug irgendwo hin. Also passt diese Situation auch wunderbar in die Lebenswelt der Kinder. Wenn man die Bausteine durchgearbeitet hat oder einzelne davon, dann folgt der Ausstieg. Wir haben vom Freispielkasten gesprochen, vom freien Spiel. Ganz am Anfang hat Frau Biasio das gesagt, dass da viele Ideen drin sind für das freie Spiel. Bei Mein Dorf, meine Stadt wird da darauf hingewiesen, dass man das Freispiel so gestalten könnte, dass die Kinder während dieser Zeit eine Stadt aufbauen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, dieses Thema so tief zu vertiefen und wirklich so viel Zeit und Raum zu investieren, gibt es auch Ideen, dass man kleine Häuser bauen kann, kleine Häuser basteln kann und damit eine Stadt bauen kann. Oder man kann auch einfach an einem Morgen miteinander eine Stadt bauen. In Bauecken, im Raum, da, wo es für Sie stimmt und passt und so groß, wie Sie es möchten.
Das ist so die Ausstiegsarbeit. Wir bauen zusammen ein Dorf und eine Stadt oder eine Stadt. Die Portfolio-Seite, die dient dann dazu, das festzuhalten. Hier können die Kinder zeichnen, was sie gebaut haben oder mit wem sie gebaut haben. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man, wenn man etwas fotografiert hat, dass die Kinder das ausschneiden und einkleben. Hier sieht man eine kleine Stadt mit gebastelten, Häusern aus Teeschachteln. Wie man Ganz kurz eine erste Frage, Entschuldigung. Sind die Audiodateien auf Hochdeutsch und im Dialekt? Genau, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir beides verwenden, je nachdem. Das Lehrmittel, gemäß den kantonalen Regelungen gibt es unterschiedliche Situationen. Gewisse Kantone werden eher Standarddeutsch sprechen, andere eher Mundart. Im Lehrplan 21 steht aber ganz klar, dass beides gefördert werden soll. Gleichzeitig entspricht das auch der Lebenswelt der Kinder. Also Kinder kennen Situationen, in denen Mundart gesprochen wird. Sie kennen Situationen, in denen Standardsprache gesprochen wird. Und deshalb wird hier variiert. Genau. Und gibt es verschiedene Dialekte? Ja, das haben wir versucht zu berücksichtigen. Das Berndeutsch, das Zürichdeutsch. Ich glaube, es ist alles etwas abgedeckt. Dankeschön. Wie man über diese Portfolio-Seite sprechen kann, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch hören. Da gibt es nämlich ganz tolle Karten dazu. Diese Portfolio-Seite ist aus einem der Hefte der Kinder. Auch ein Lehrwerksteil des Lehrmittels. Übrigens immer farbig umrandet, sodass es gut erkennbar ist, dass es die Portfolio-Seite ist. Genau. Studium. Gut, wie Sie jetzt gesehen haben, ist Spielen und Lernen eine Einheit. Das war uns ganz wichtig bei der Entwicklung des Lehrmittels, dass dem Rechnung getragen wird, dass beiläufige und handlungsorientierte Lernen im Spiel nimmt im Kindergarten oder im Zyklus 1 generell einen großen Raum ein. Wir wissen aus Forschungen, dass die intrinsische Motivation beim selbstgesteuerten Spiel besonders hoch ist, dass die Kinder in einen sogenannten Flow-Zustand kommen und in den Aufgaben aufgehen und dabei ganz, ganz vieles lernen. Wir haben viele Spielsituationen oder leiten viele Spielsituationen an und berücksichtigen im Lehrwerk dabei verschiedene Spielformen. Es gibt zum einen Fantasie- und Rollenspiele, die zum Sprechen, Austauschen, Diskutieren anregen. Es gibt Bau- und Konstruktionsspiele. Es gibt vielfältige Regelspiele und Funktionsspiele. Auf einer Spieleliste finden Sie viele dieser Spiele auch nochmals aufgelistet, sodass man gewisse Spiele nochmals aufgreifen kann, zum Beispiel als Sammelspiel einsetzen kann, als Ein- oder Ausstieg. Das freie Spiel, dem soll auch viel Raum gegeben werden. Das freie Spiel soll entsprechend den Interessen und Bedürfnissen der Kindergruppe gestaltet werden. Wir geben dazu jeweils Anregungen. Gleichzeitig ist es uns ganz wichtig, dass hier auch die Interessen der Kinder einfließen können. Ganz entsprechend dem Spracherfahrungsansatz, der ja dann auch in der ersten Klasse mit den Sprachstärken 1 praktiziert wird. Das heißt, dass die Lehrperson aufmerksam beobachtet und die Kinder adaptiv begleitet. Dass die Lehrperson ein Angebot, das die Kinder interessiert, vielleicht ausbaut oder dem mehr Raum gibt. Andere Angebote, die auf weniger Interesse stoßen, vielleicht eher kürzt. Hier sehen wir noch einmal so einen Kasten vom freien Spiel. Der ist jetzt aus dem Spielepaket. Also ich meine einen Kasten mit dem Text. Da werden eben diese Hinweise und Ideen hineingeschrieben. Die sind immer passend zum Thema. Das hier gehört zu Ich, du, wir, ganz Anfangsschuljahr. Und alle Angebote sind natürlich für die Sprachförderung gedacht. Dann das Plakat haben wir hier dazu genommen, weil das ist anfangs Schuljahr und auch hier haben wir geschaut, dass möglichst viele Spielsituationen vorkommen, was bereits Eva Biasio erklärt hat, dass möglichst vieles vorkommt. Auch hier können Sie Anknüpfungspunkte machen mit diesem Poster zu Ihrem Freispiel, zu Ihrer Freispieleinführung anfangs Schuljahr. Es sind extra ganz, ganz unterschiedliche Spiele gewählt worden. Alle Intelligenzen sind vorhanden und unterschiedliche Spielformen. Hier zum Beispiel, wenn man beim freien Spiel liest in diesem Kasten, ist
auch etwas Angebot oder eine Idee da mit einem ruhigen Ort. Also nicht unbedingt ein Spiel, sondern einen Lernmoment, der im freien Spiel stattfinden kann, dass man einen ruhigen Ort für Gespräche einrichtet. Das können Alltagsgespräche sein oder hier ganz spezifisch auch für Konflikte, wenn Konflikte besprochen werden sollen. Weil in diesem Thema gibt es auch ein mögliches Konfliktlösemodell, auch Karten dazu, die dann an diesem Ort genutzt werden können. Also auch solche Ideen sind da in diesem Kästen beim freien Spiel drin. Dann haben wir ganz klare Regelspiele drin. Das ist aus dem Spielepaket. Das gehört zu Mein Dorf, meine Stadt. Ich habe da ganz kurz erwähnt, kann man besucht da ein Kind in einem Zimmer. Da geht es um die Möbel, um die Einrichtungen, auch um was man gerne spielt. Und hier lernen die Kinder die Präpositionen. Auf dem Teppich, unter dem Teppich, im Schrank, auf dem Schrank und so weiter. Das ist ein Spiel, guck über die Mauer, guck nicht über die Mauer, wo die Kinder in der Mitte eine Mauer haben und zwischen, jeder hat sein Bild vor sich und sie können spielerisch diese Präpositionen lernen. Wie das Spiel funktioniert, das ist im Begleitband beschrieben. Ich möchte aber hier auch noch betonen, das sehen Sie jetzt hier nicht, aber zur Vorbereitung gibt es ganz, ganz wunderbare Karten bei den Bildwortkarten mit unserer Ameise. Die Ameise ist so eine Begleitfigur, die man nutzen kann, wenn man möchte, aber man muss nicht. Sie kommt immer wieder mal vor. Wenn man hier genau schaut, ist eine im Schrank und eine ist unter dem Teppich. Und auf den Bildwortkarten ist diese Ameise dann mal in der Kiste, neben der Kiste, hinter der Kiste, unter der Kiste. Und die Kinder können so diese Präpositionen, bevor sie dieses Spiel spielen, üben. Es gibt auch Hinweise, wie man das zuerst mit dem Körper spielen kann, im Kreis, dass man auf den Stuhl steht, neben den Stuhl, alles solche Dinge, die einem anregen, da mit dem ganzen Körper und mit der Sprache zu arbeiten. Dann gibt es weiter Spiele, die wir mit Fotos illustriert haben. Die Fotos sind eine wunderbare Ergänzung zu den sprachlichen Anweisungen und ermöglicht es Ihnen auch, diese Spiele dann oder diese Fotos aufzuhängen im Freispiel und so vielleicht die Kinder auch anzuregen, das auch noch weiter zu spielen. Im Unterricht oder im geführten Unterricht oder dann auch in einer Postenarbeit oder in einer IF-Stunde oder eben einfach im freien Spiel. Dieses Spiel eignet sich auch als Sommerspiel. Das ist aus dem Thema Jahreszeiten, aus dem Baustein im Winter, da werden Schneeflocken gepustet. Nun möchten wir Ihnen gerne einen Einblick geben in verschiedene Kompetenzbereiche oder auch Querschnittsthemen, die im Kindergarten sehr wichtig sind. Hier beispielsweise in die Grob-, Fein- und Grafomotorik, die dann für das Erlernen des Schreibens ganz zentral ist. Und die Grundlage für den späteren Handschrifterwerb in der ersten Klasse darstellt. Uns war es ganz wichtig, dass die Kinder vielfältige Möglichkeiten haben, Körpererfahrungen zu sammeln im dreidimensionalen Raum. Also es geht hier nicht primär um das Arbeiten mit Blatt Papier und Stift, sondern es geht darum, dass die Kinder Erfahrungen sammeln können und dabei beispielsweise ihre grobmotorischen Fertigkeiten schulen können, zum Beispiel beim Balancieren, beim Ertasten, beim Spielen mit Kisten etc. Gleichzeitig werden auch die feinmotorischen Fertigkeiten gefördert, zum Beispiel beim freien Zeichnen, beim Kneten, aber auch beim Basteln, Kochen etc. Und natürlich gibt es auch Angebote mit dem Stift. Bei all diesen Angeboten lernen die Kinder, die Arm-, Hand- und Fingerbewegungen zu steuern. Sie lernen die visuelle Wahrnehmung mit der Handmotorik zu koordinieren, wie das dann später beim Schreiben ganz zentral ist. Und alle Grundformen der Schrift werden auch spielerisch geübt und eingeführt. Wie das aussehen kann, erklärt Ihnen Katrin. Gut. Sie werden jetzt unterschiedliche Beispiele sehen, die alle zur Grob-, Fein- und Grafomotorik gehören. Diese Übung gehört
Zum Thema Ich, du, wir, das ist ganz Anfangsschuljahr. Zum Baustein, das bin ich. Die Kinder lernen da mit der Schere umzugehen. Das ist ja Anfangsjahr immer wieder ein Thema. Und es gibt einen Vers dazu. Daumen oben, Finger unten, haben die rechten Löcher gefunden. Auf und zu, die Schere schneidet jetzt ohne Ruhe. Auf und zu, auf und zu. Gemeinsam mit diesem Vers und einer Schere und Papierstreifen lernen die Kinder dann, die Schere einzusetzen und diesen Vers zu nutzen. Und mit diesen entstandenen Papierstreifen werden sie dann im Heft, das ist aus dem Heft diese Seite der Kinder, können sie diese Papierstreifen einkleben und ihren Geburtstagskuchen gestalten. Wir sind beim Thema Ich, du, wir. Da geht es auch darum, wie alt bin ich, wie alt bist du. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, hier diese Papierschnipsel zu nutzen. Die Kerzen werden dann mit Fingerpunkten noch verziert. Das heißt, es gibt kleine Flammen obendrauf. Da kann man auch wieder feinmotorisch arbeiten. Man kann sie auch malen, so wie man das dann für die Klasse nutzen möchte. In das Schild kann man die Jahreszahl hineinzeichnen oder zeichnen lassen, je nachdem, wie weit die Kinder sind. Und natürlich den Kuchen so weitergestalten, so wie sie das möchten. Dann sind wir bei einer Übung aus dem Thema Jahreszeiten. Der Baustein ist im Sommer. Ich möchte hier mal betonen, dass diese Übung, die ich jetzt sage, auch wunderbar ins Thema Feste feiern passen würde oder auch beim Thema Kaufen, Tauschen, weil man vielleicht einen Glassestand da einbaut. Oder auch bei Mein Dorf, meine Stadt gibt es vielleicht gerade einen Glassestand, der aktuell ist. Also immer wieder können Sie Materialien aus einzelnen Themen in andere Themen einbauen. Bei dieser Übung startet man mit einer Knetübung. Die Kinder kneten und formen Kugeln, lernen dazu einen Vers. Es ist eine Grundform des Schreiberwerb, sage ich es richtig, ja. Die Kugeln formen, sie lernen diesen Vers und nachdem, dass sie die Kugeln geformt haben, werden sie es da in diesem Heft noch rhythmisch zeichnen, diese Glasskugeln. Auch mit dieser Seite kann man noch weiter sprachlich arbeiten. Wir sind hier bei der Motorik, aber man kann wunderbar auch darüber reden, was ist deine Lieblingsklasse, was ist meine Lieblingsklasse und so weiter. Das ist eine weitere Seite aus dem Heft. Da lernen die Kinder in alle Richtungen zu kritzeln. Das ist aus dem Thema im Wald, bei den Waldtieren. Eine wunderbare Übung, finde ich. Da kann man einfach so ein bisschen so ganz kleine Bewegungen in alle Richtungen machen. Wenn Sie jetzt denken, oh, das sind aber viele Beeren, da haben Sie jederzeit ja die Möglichkeit zu sagen, wir machen mal einen Teil heute und einen Teil machen wir das nächste Mal. Oder es gibt vielleicht auch schon Kinder, die malen diese Beeren ganz, ganz sorgfältig aus, je nachdem, wie weit sie schon sind. Oder wenn Sie merken, das ist ganz schwierig für ein Kind, dann haben Sie auch die Möglichkeit, auch hier wieder Fingerabdrücke zu nutzen und die Beeren einfach mit Fingerabdrücken farbig zu machen. Es gibt auch immer wieder, dass wir den Außenraum einbeziehen in die Angebote, die stattfinden. Und hier sehen Sie ein Spielangebot aus Mein Dorf, meine Stadt, aus dem Baustein Entdeckungsreise. Da malen die Kinder Straßen und fahren mit Autos nach. Vielleicht fahren sie auch mit den Bobbycars die Straßen durch, je nachdem, wie das Angebot bei ihnen ist. Auch dieses Spiel kann man bei Mein Dorf, meine Stadt nutzen oder auch Anfangsjahr, wenn der Polizist kommt oder wenn man den Kindergartenweg thematisiert. Eine ganz wunderbare Übung ist aus dem Anfangsthema im Kindergarten, mein Znüni. Das Znüni ist Anfangsjahr ja immer ein großes Thema. Hier hat man die Möglichkeit, vielleicht gerade vor den Herbstferien noch ein gemeinsames Znüni zu machen oder auch sonst irgendwann im Jahr. Da können die Kinder diese Anleitung lesen und es ist eine wunderbare motorische Übung, gemeinsam ein Znüni vorzubereiten und dann miteinander zu genießen. Gut, dann kommen wir zu einem zweiten Kompetenzbereich, dem Sprechen, und zwar spezifisch das Geschichtenerzählen. Das Sprechen im Lehrplan 21 ist eingeteilt in Grundfertigkeiten, monologische Sprechsituationen, wie zum Beispiel eben das Geschichtenerzählen, oder auch dialogische Gesprächssituationen,
wie zum Beispiel ein Gespräch zu führen und dann am Schluss auch die Sprachreflexion, darüber nachzudenken, wie etwas geklappt hat. Und all diese Bereiche sind auch im Lehrwerk integriert. Die Wortschatzarbeit ist dabei ganz zentral. Katrin hat schon darauf hingewiesen, dass dieser Wortschatz am Anfang, zu Beginn jedes Themas im Wortschatzkasten aufgelistet ist und dabei Bildwortkarten zur Verfügung stehen. Vielleicht hier noch der Hinweis, es gibt ganz bewusst Nomen, Verben, Adjektive und weitere Wörter, wie zum Beispiel die Präpositionen, die hier im Wortschatz integriert werden. Es gibt einige Bildwortkarten, die haben eine spezielle Funktion. Das eine sind die Geschichtenkarten, die wird Katrin gleich noch etwas näher erläutern. Die können helfen beim Geschichtenerzählen. Gleichzeitig ist es aber auch ganz zentral, dass die Sprachförderung alltagsintegriert passiert, also dass jederzeit die Sprache gefördert wird und die Lehrperson als Modell fungiert. Weitere Hinweise finden Sie dazu auch im Begleitband. Zu den beiden Sprachvarietäten, Mundart, Standardsprache, habe ich bereits etwas gesagt. Es gibt ganz bewusst, wird dies offen gelassen, wie gesprochen wird. Gewisse Verse sind auch bewusst in Mundart- und Standardsprache vorhanden, sodass man allenfalls auch mit den Kindern darüber nachdenken könnte, wie verändert sich die Sprache, wie unterscheidet Mundart- und Standardsprache. Ja, und ich habe die Freude, wirklich große Freude, Ihnen diese Karten zeigen zu können. Ich finde sie wunderbar. Eva hat erzählt, dass wir diese Karten haben im Lehrwerk. Und wie Sie hier sehen, gibt es da wer? Wer ist in dieser Geschichte? Mit wem ist diese Geschichte? Wo passiert diese Geschichte? Wann und wie endet die Geschichte? Also alles ganz gute Ansatzfragen, was so zu einer Geschichte, zu einer guten Geschichte gehört. Immer hinten sehen Sie weitere Fragen, die Sie als Lehrperson nutzen können, um da den Kindern noch ein bisschen mehr auf die Sprünge zu helfen, eigene Ideen zu entwickeln oder eigene Geschichten zu erfinden. Diese Geschichtenkarten können Sie nutzen, wenn Sie möchten, dass die Kinder selber Geschichten erfinden. Sie können sie aber auch nutzen, wenn Sie bereits ein Buch erzählt haben oder selber eine Geschichte gespielt haben oder erzählt haben und über diese Geschichte sprechen wollen. Wer war denn in dieser Geschichte? Wann hat diese Geschichte stattgefunden? Also man kann sie auf beide Seiten nutzen. Im Begleitband ist immer wieder darauf hingewiesen, vor allem auch in diesem kastenfreies Spiel, dass man viele Angebote gestalten soll, wo diese das Geschichten erzählen möglich ist. Mit Rollenspielen, mit kleinen Figuren, mit Stabfiguren. Hier sehen Sie ein Bild mit kleinen Waldfiguren, wo die Kinder dann eigene kleine Welten gebaut haben und kleine Geschichten erfinden. Das kann ja im Kleinen stattfinden. Vielleicht legt man einmal mehr Wert darauf und motiviert die Kinder immer wieder dazu oder sagt, wir wollen wirklich eine Geschichte erfinden, wo wir länger darüber nachdenken und spielen diese nacheinander auch vor, sodass kleine Theatersequenzen entstehen. Da haben Sie ganz viele Möglichkeiten und Ideen, wie Sie das gestalten können. Hier sehen wir eine größere Welt, wo die Kinder bauen können. Das ist von der Lehrperson vorbereitet, können Sie aber auch mit den Kindern machen oder mit den Kindern weitergestalten. Und hier sehen Sie auf dem Foto auch noch Stabfiguren. Das wird auch im Begleitband immer wieder erwähnt, solche Stabfiguren einzusetzen. Es gibt in den Kopiervorlagen Vorlagen, welche Sie nutzen können für diese Themen, bei denen wir es ausgewählt haben. Oder die Kinder können, wie Sie es hier sehen, ganz eigene Figuren entwickeln. Das soll auch anregen, auch das freie Spiel anregen, da immer wieder weiterzumachen. Gut. Nun zum Thema Early Literacy. Ja, wir haben versucht, ganz bewusst auch das Lesen und Schreiben und die Literatur im Lehrwerk zu integrieren und es so den Kindern zu ermöglichen, einen Zugang zur Literalität zu erhalten, die sogenannte Early Literacy, wie man auch sagt. Es geht nicht darum, dass die Kinder bereits lesen und schreiben lernen, sondern dass die Kinder durch eine reiche schrifthaltige Umgebung dazu angeregt werden, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen und dass dies auch das Interesse weckt für die Tätigkeiten des Lesens und des Schreibens.
Sie können dabei erste Konzepte über das Lesen und Schreiben entwickeln und Kinder, die Lust haben oder schon erste Worte oder ansatzweise Skelettschreibweisen schreiben können, dürfen das jederzeit auch machen. Wir haben verschiedene Textsorten im Lehrwerk integriert. Wir haben Bilderbücher, Sachtexte, Fantasiegeschichten, Erlebniserzählungen etc. Und gleichzeitig immer auch in allen Themen viele Verse, Reime und Sprachspiele. Ja, hier können die Kinder Bilder lesen. Das ist aus dem Thema Jahreszeiten, aus dem Baustein im Frühling. Beim Thema Jahreszeiten hat es unterschiedliche Experimente drin. Die sind mit Fotos gezeigt, wie die gehen. Die Kinder können also hier Fotos lesen und eine Anleitung lesen lernen. Und dann im Heft, das zweite Bild ist eine Heftseite, können Sie es dokumentieren, was denn bei diesem Experiment passiert ist. Das Bohnenexperiment ist ein bekanntes Experiment, eines, das funktioniert, das gut beobachtbar ist, das Sie vielleicht auch schon mehrmals gemacht haben. Ich finde es eine wunderbare Sache, das hier so zu dokumentieren und nachher auch darüber sprechen zu können, was ist denn passiert, was haben wir beobachtet, was haben wir gesehen. Die Experimente und auch diese Anleitungen, die eignen sich, wenn Sie das im Klassenverband machen wollen. Sie können das aber auch in Kleingruppen machen lassen oder auch als Einzelarbeit oder wenn Sie eine Werkstatt haben oder irgendeine Postenarbeit, können Sie diese Anleitungen auch nutzen. Das können Sie je nachdem Ihrer Klassensituation anpassen. Ebenfalls hat es immer wieder Anleitungen zum Lesen, die auch beschriftet sind. Sie sind so beschriftet wie bei den Sprachstarken 1. Es sind nicht alle beschriftet, aber die einen sind beschriftet. Das ist aus Feste feiern, beim Dekorieren und Verzieren, bei diesem Baustein. Das ist eine Bastelarbeit, die man wunderbar einführen kann und dann auch im Freispiel weiterlaufen lassen kann, als freies Angebot. Man kann es einführen und die Kinder dann arbeiten lassen. Oder man hat auch die Möglichkeit, diese Anleitung einfach mal hinzulegen und die Kinder mal schauen zu lassen und mal schauen, wie weit sie selber kommen. Weil es ist sehr klar und sehr einfach dargestellt. Und die Kinder kann man da auch abholen und schauen, welches Vorwissen sie schon mitbringen und welche sprachliche Anweisungen sie überhaupt noch nutzen oder brauchen oder was sie schon selber machen können. Auch da haben sie wieder ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das einzusetzen. Dann gibt es einen Hinweis bei Mein Dorf, meine Stadt, dass man im freien Spiel eine Briefeschreibekiste vorbereiten soll als Angebot. Die muss natürlich nicht nur dann dort sein, die kann auch das ganze Jahr dort sein oder dann, wenn Sie es gut finden. Eine Briefschreibekiste mit viel Papier, mit Zettel, mit Karten, wo man dann Kuvert falten kann. Und diese Anleitung, die findet man im Spielepaket. Eine ganz einfache Anleitung, dass Sie die Kinder wirklich selber machen können, dass Sie das gut nutzen können und da nachher angeregt werden, um Briefe zu schreiben oder zu zeichnen oder zu kritzeln. Im Heft ist dann eine Seite vorbereitet, wo die Kinder eines ihrer Kuverts einkleben können und einer ihrer Lieblingsbriefe da hineinlegen können. Es gehört zu Mein Dorf, meine Stadt, weil man da auch die Postbotin besucht und auch sieht, wie ein Kind Briefe in einen Briefkasten wirft. Wenn man da das Thema vertiefen möchte, kann man da natürlich noch ganz viel weiter ausbauen. Aber das Briefeschreiben ist ja unter dem Jahr immer wieder aktuell, sei das an Weihnachten, bei einem Mutter- oder Vatertag oder an Geburtstagen oder dann, wenn es für Ihre Klasse stimmt. Gut, nun zum literarischen Lernen und zur Medienbildung. Das Lehrwerk soll es ermöglichen oder den Kindern ermöglichen, vielfältige Erfahrungen mit Literatur zu machen. Wir wissen, dass die Vorleseerlebnisse zentraler Bestandteil der Lesesozialisation ist und dass es ganz wichtig ist, den Kindern vorzulesen. Wir haben, wie das in den Sprachstarken gemacht wird, pro Jahr ein Bilderbuch ausgewählt, das ganz besonders im Fokus steht, das man vertieft bearbeitet. Gleichzeitig möchten wir es aber auch freilassen, entsprechend des Spracherfahrungsansatzes ist es uns wichtig, dass die Interessen der Kindergruppe gerade bei der Literaturauswahl berücksichtigt werden können.
Und deshalb können hier beispielsweise Jahresthemen mitgenutzt werden. Wir haben auch eine Bilderbuchliste mit Vorschlägen zu den 8 Themen, die genutzt werden können, zum Beispiel für eine Bilderbuchecke. Ganz zentral dabei ist der Austausch über die Geschichten, über die Texte, die Reflexion, wie etwas verstanden und gelesen wurde. Gleichzeitig gibt es aber auch das literarische Lernen als Sprachproduktion. Also Kinder erfinden selber Geschichten mit Figuren, spielen Geschichten nach, stellen zum Beispiel eine Fortsetzung einer Geschichte szenisch dar, etc. Und wir haben natürlich auch vielfältige Abzählverse, Reime, Lieder, kurze Geschichten etc., wie ich auch schon erwähnt habe. Im ersten Jahr kommt das Buch Pipilothek. Vielleicht kennen Sie es schon, vielleicht auch noch nicht. Es gehört oder es ist eingebettet bei Mein Dorf, meine Stadt, bei der Bibliothek. Da ist ein Baustein, der heißt Bibliothek. Da besucht man die Bibliothek oder man gestaltet eine Bibliothek im Raum. Das heißt einfach eine größere Leseecke oder vor allem eine reich angereicherte Leseecke mit vielen tollen unterschiedlichen Büchern. Dieses Bilderbuch eignet sich sehr, das dann vorzulesen und zu bearbeiten. Aber wie bereits Eva Biasio gesagt hat, es ist ein Buch, das lässt viel Spielraum auch offen und es wird angeregt, auch viele weitere Sachen zu erzählen. Von diesem Buch erhalten Sie Textausschnitte und auch einzelne Bilder im Lehrwerk. Sie können natürlich das Buch auch selber anschaffen, aber Sie könnten auch mit den Texten arbeiten und den Bildern, die wir dazugeben. Es ist einfach nicht das vollständige Buch. Dann im zweiten Jahr oder einfach in dem Jahr, in dem Sie es nutzen, ist das Buch Freunde. Das gehört zum Thema Ich, du, wir. Da haben wir es eingebettet. Es ist ein ganz, ganz, ganz wunderbares Buch mit sehr einfachen, aussagekräftigen Bildern von diesen zwei Freunden da. Und es geht darum, was man mit Freunden alles erlebt. Es sind Gefühle drin und sind aber auch Handlungen, wie gemeinsam lachen, knuddeln, kämpfen, sich schämen, trösten. Also all die Dinge, die eine Freundschaft so durchlebt. Und dieses ist eingebettet Anfangsjahr, weil man das bereits Anfangsjahr nutzen kann. Und bei mir wird es aber das ganze Jahr genutzt, bei mir im Unterricht. Also das Buch steht das ganze Jahr da und immer mal wieder nehme ich es hervor im Klassenkreis oder bei anderen Situationen, wo wieder ein Thema beim Freundschaftsthema wichtig wird und ich wieder einmal ein Bild anschaue, mit den Kindern darüber rede, was denn jetzt gerade vorgefallen ist oder was passiert ist. Auch davon erhalten Sie von einzelnen Bildern, sind im Begleitband da Abbildungen drin, die Sie nutzen können. Wenn Sie alle Bilder wollen, dann müssen Sie auch da das ganze Buch kaufen. Es ist ein Buch, das eignet sich sehr, Entschuldigung, ich muss noch etwas Wichtiges sagen. Wir waren Anfangsjahr. Es passt zu allen, ich glaube wirklich fast zu allen Anfangsthemen, die Sie wählen werden, weil es da einfach um Freundschaft geht und um Dinge, die in einer Kindergruppe wichtig sind, um Themen. Das kann man wunderbar kombinieren zu ganz vielen anderen Bilderbüchern. Dann sind wir ja, wir haben vorhin gehört, auch Lieder gehören dazu. Hier sehen Sie ein Plakat oder ein Poster, besser gesagt, ein Anfangsposter vom Thema Im Wald. Das ist ein Lied, das illustriert ist. Wir hören kurz rein in die Audiodatei. Es ist ja krass, der Ohrwurm. Wetten, ich schlafe heute mit dem im Ohr ein. Sorry. Ja,
Wir haben jetzt drei Strophen gehört. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, unten die sechs kleineren Bilder, das sind jeweils die Strophen. Oben ist der Refrain. Also man kann mit dem Plakat dieses Lied lernen. Und auch hier, das Lied ist ja eigentlich wie eine kleine Geschichte, die hier dargestellt ist. Man kann über den Text reden, über den Inhalt. Es gehört zum Thema im Wald. Vielleicht haben Sie Waldtage. Vielleicht nutzen Sie einmal eine gewisse Zeit, wo Sie sagen, ich habe den Schwerpunkt Thema Wald. Oder Sie gehen sonst nach draußen. Ich glaube, das ist auch ein Lied und ein Poster, das man ganz, ganz wunderbar einbauen kann in den Unterricht, den man plant. Gut, nun möchte ich noch kurz auf die phonologische Bewusstheit eingehen. Phonologische Bewusstheit, da geht es um die Kompetenzbereiche Hören, aber auch Sprachen im Fokus. Die phonologische Bewusstheit ist ganz zentral, um dann später lesen und schreiben zu lernen. Es meint die Fähigkeit, sich auf die Lautstruktur der Sprache zu fokussieren und dabei ganz bewusst die Bedeutung eines Wortes außer Acht zu lassen. Im Lehrmittel liegt der Fokus auf der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Das heißt, es geht um Reime, Reime erkennen, selber reimen. Es geht um Silben, also zum Beispiel Wörter in Silben zu segmentieren und diese wieder zusammenzusetzen, zu synthetisieren. Zur Differenzierung gibt es aber auch Angebote zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne, also das sind Aufgaben, die sind besonders für Kinder geeignet, die sich schon mehr mit der Schrift auseinandergesetzt haben. Da geht es darum, Anlaute herauszuhören oder allenfalls für einige interessierte Kinder sogar einzelne Phoneme innerhalb eines Wortes. Einfach dies als Differenzierung, das heißt nicht, dass alle Kinder das machen müssen, aber die Angebote sind im Lehrwerk vorhanden. Wir sehen hier Bild-Wort-Karten, die sich für die Reimspiele eignen. Hier ist ein Beispiel aus dem Im Wald. Da wird, kommt auch noch ein Schattentheater. Das wollte ich eigentlich vorher auch noch sagen. Das ist auch noch bei den Geschichten, ist ein wunderbares Schattentheater, auch mit den Tieren. Und diese Tiere kommen dann in Reimgeschichten wieder vor. Hier ist eine Übung, dass man einen Satz vorspricht und mit den Karten dazu legt. Ich bin eine Maus und schleiche um ein Haus. Sie sehen noch zwei weitere hier. Diese Sätze werden gesprochen, die Bildwortkarten dazugelegt und mit der Zeit dann sagt man nur noch den ersten Teil des Satzes. Ich bin eine Maus und schleiche um ein. Und die Kinder können dann dieses Wort, das noch fehlt, einsetzen, sprachlich und mit den Karten. Es gibt hier zum Thema Wald passende Reime, also das heißt, sind die Tiere aus dem Wald extra da drauf und mit Reimen kombiniert. Und es gibt aber auch die Klassikerreime, die sie in anderen, die sie immer wieder nutzen, wenn sie im Unterricht mit Reimen spielen. Also die klassischen Reime gibt es auch auf den Bildwortkarten. Dann im Spielepaket gibt es Spiele für die Silben. Hier haben wir ein Silbenspiel. Da klatschen die Kinder und legen Muggelsteine zu diesen Bildwortkarten. Diese Bildwortkarten bekommen sie ja alle, wenn sie die Bildwortkarten bestellen. Und auf dem zweiten Bild sehen sie ein Spiel, das die Kinder auch als Sammelspiel nutzen können. Oder das machen sie in der ganzen Klasse oder in Gruppen. Mit den Füßen, so viele Silben, wie man geklatscht hat, darf man mit den Füßen vorwärts gehen. Oder auch mit Muggelsteinen. Und wer ist denn schneller am Ziel? Darum ein Silbenrennen. Vielleicht bei den Reimen noch zum Sagen, wenn einem da Reime fehlen oder man sagt, ja, ich will noch andere Wörter, weil meine Klasse interessiert sich auch noch für andere Wörter oder hat einen anderen Wortschatz, dann gibt es die Idee von Reimkisten, wo man all diese Wörter sammelt und mit den Kindern eigentlich immer mehr Wörter sucht. Dasselbe ist ja auch hier, sie können die Bildwortkarten nutzen und damit das Silbenrennen spielen oder die Silbenspiele oder sie können die Kinder auch selber noch Wörter zeichnen lassen. Und die Kinder merken ja dann auch, wenn ich da lange Wörter herausfinde, dann komme ich schneller vorwärts. Und dann gibt es auch im Heft die Übungen, wie Sie sie bereits sicher schon gesehen haben. Die sind angepasst auch an die sprachstarken 1, darum werden da Punkte gezeichnet. Die Kinder klatschen und zeichnen da die Punkte. Auch hier sieht man wieder die Waldtiere, weil das auf der Heftseite ist beim Thema im Wald.
Gut. Nun kommen wir zum Beurteilen und Fördern. Beurteilen und Fördern ist verankert im Kindergarten mit dem sogenannten Förderkreislauf. Also ich beobachte, erkenne, was die Kinder können, beurteile und fördere entsprechend den Fähigkeiten der Kinder. Im Begleitband finden Sie vielfältige Beobachtungshinweise und auch Fördermöglichkeiten entsprechend Ihren Beobachtungen. Außerdem gibt es am Schluss jeder Sequenz eine offene Transferaufgabe. Und da gibt es einen Reflexionsanlass, in dem die Kinder über ihr eigenes Lernen nachdenken. Dazu können sie sehr gut die Portfoliokarten nutzen. Das sind auch die Bild-Wort-Karten mit spezifischen Redemitteln über für das Reflektieren und Nachdenken über das eigene Lernen. Gleichzeitig können die Kinder auch im Portfolio, also im Heft über ihr eigenes Lernen nachdenken und haben da eine Seite, die sie dokumentieren. Zudem gibt es Reflexionskarten. Da gibt es zu wichtigen Kompetenzbereichen aus dem Lehrplan 21 Beobachtungshinweisen, und zwar also zu Ankompetenzbereichen. Die Karten kann ich sehr gut nutzen, wenn ich mal eine spezifische Kompetenz ins Zentrum setzen möchte und an einer Kompetenz arbeiten möchte. Ich kann sie nutzen zur Selbstbeurteilung, aber auch für das Peer-Feedback oder dann an Elterngesprächen als Fremdbeurteilung. Auf der Rückseite finden Sie jeweils Beobachtungsfragen, die Ihnen als Lehrperson helfen können, um hier eine Beurteilung zu machen. All die Kompetenzen sind dann zusammengefasst, also all die Kompetenzen aus den Reflexionskarten sind dann zusammengefasst in einem Beobachtungsraster, das Sie downloaden können. Klingt jetzt etwas theoretisch, wie es aussieht, sagt Katrin. Ja. Wieder meine wunderbare Aufgabe. Auch diese Karten sind sehr gut gelungen. Sie sind sehr klar, sie sind sehr ansprechend und man kann sie ganz, ganz, ganz vielfältig im Unterricht einsetzen. Das sind hier jetzt Portfoliokarten, eine Auswahl. Es gibt noch weitere, die wir jetzt hier noch nicht sehen. Und ich finde das ganz toll, dass auch auf der Rückseite die Redemittel sind, dass man da wieder darauf hingewiesen wird, ah, wie könnten die Kinder die Sätze gestalten oder was ist jetzt wichtig, auf was höre ich. Diese Karten können unterschiedlich eingesetzt werden. Frau Biasio hat ja schon mehreres dazu gesagt. Dann sehen wir hier eine Portfolio-Seite. Es ist eine Seite aus den Jahreszeiten, Ende Schuljahr. Das Thema Jahreszeiten, darüber haben wir gar noch nicht gesprochen. Es gibt Themen, die werden nicht am Stück gemacht, sondern das Thema Jahreszeiten erstreckt sich über das ganze Jahr. Also die Bausteine, die zum Herbst passen, macht man im Herbst, die zum Winter im Winter und so weiter. Weiter auch Feste feiern wird über das ganze Jahr hinweg. Gibt es einzelne Bereiche. Und das dritte ist mir jetzt gerade entfallen, aber es gibt ein drittes, das wir über das Jahr nehmen. Vielleicht wissen wir es später. Jedenfalls, hier sind wir bei den Jahreszeiten und ich betone das, weil es ist Ende Schuljahr. Wir haben es extra so gewählt, dass man über das ganze Jahr reden kann, das man miteinander erlebt hat. Weil man hat dann auch Bild-Wort-Karten zu den einzelnen Jahreszeiten. Man kann mit den Kindern zurückschauen, was haben wir alles gemeinsam in diesem Jahr erlebt, was haben wir im Herbst gemacht, was haben wir im Winter gemacht, was haben wir im Sommer gemacht. Und die Kinder halten da nachher eines ihrer liebsten Erlebnisse fest. Sie können das natürlich auch fotografisch festhalten oder zeichnerisch, so wie Sie sich dann entscheiden. Dann sprechen die Kinder auch über ihre Lieblingsjahreszeit. Es gibt auch immer wieder Spielformen mit Interviews, wo die Kinder miteinander sprechen, was gefällt dir, was gefällt mir. Und hier sehen Sie, dass Sie da am Schluss noch ankreuzen können. Und jetzt auch gerade bei so einer Seite kann man nachher die Karten auch nutzen, die wir vorhin gesehen haben, die Portfoliokarten, wo man darüber sprechen kann, ja, was ist mir denn jetzt hier gut gelungen? Weil das ist zum Beispiel auch eine Karte, die es gibt bei den Portfoliokarten. Was ist mir gelungen? Was habe ich gelernt? Und was war schwierig? Ich glaube, das haben wir vorhin gesehen. Solche Seiten
Eignen sich auch gut für Elterngespräche. Also immer wieder gibt es Heftzeiten, die ich denke, das sind gute Dinge, die man dann auch bei Eltern-Kind-Gesprächen zeigen kann, wo die Kinder darüber sprechen können, was sie gemacht haben und dann auch gerade kombiniert mit den Karten, wie das denn ihnen gelungen ist. Genau. Ich wollte nur noch ergänzen, ich glaube, du hast den Wald gemeint. Der Wald könnte man sehr gut verteilt über das Jahr thematisieren, wenn man möchte, und kann den aber auch am Stück, je nach Bedürfnissen. Genau, danke vielmals. Ja, dann sehen wir hier noch die Reflexionskarten, auch wunderbar gelungen. Ich freue mich sehr, wenn ich sie dann in den Händen halte. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe sie bis jetzt nur digital gesehen. Es sind alle Kompetenzbereiche des Deutsch abgedeckt. Ich finde das auch wunderbar. Ich tauche in Geschichten ein, mit den Kindern darüber sich auszutauschen. Ja, was bedeutet denn das und ist mir das gelungen? Immer auf der Rückseite sind dann so Beobachtungs- und Beurteilungsfragen. Oder wie wir da beim Kritzelbild im Wald bei diesen Bären geschaut haben, auch dass man in alle Richtungen zeichnen kann. Ich kann in alle Richtungen zeigen oder ich höre Klänge, Reime, ich tausche mich auch. Und es gibt noch weitere, das sind nicht alle Karten, die Sie da erhalten. Genau, hier ist nochmals die Zusammenfassung. Im Beobachtungsraster auf der linken Seite ist nochmals eine Übersicht über die Kompetenzen. Das kann ich nutzen, indem ich die Namen der Kinder oben eintrage und einfach Kreuze machen. Ist erreicht. Oder ich kann mir auch ein Kind, das mir besonders aufgefallen ist, sprachlich näher beobachten und ein Einzelbeobachtungsraster nutzen, das ist auch im Download-Bereich verfügbar. Da könnte ich die Entwicklung dokumentieren und zum Beispiel die Daten auf der rechten Seite hinschreiben, wenn ein Kind eine Kompetenz zeigt. Ich könnte da auch weitere Beobachtungen und Notizen machen, wenn ich etwas Spezielles gesehen habe im Unterricht. Genau. Gut. Nun sind wir schon bald am Ende. Deutsch als Zweitsprache, das ist in allen, ich würde es behaupten, in allen oder fast allen Klassen mittlerweile ein Thema. Wichtig ist, dass wir Mehrsprachigkeit als eine Ressource nutzen wollen. Und zwar gibt es immer wieder Sequenzen, in denen Kinder angeregt werden, Sprachvergleiche zu machen und ihre Erstsprachen, wenn sie weitere Erstsprachen haben, zu untersuchen, zu vergleichen oder auch mit Fremdsprachen, die sie gelernt haben, zum Beispiel im Happy Birthday, zu vergleichen. Wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es Parallelen oder eben auch Unterschiede? Grundsätzlich haben wir aber versucht, kommunikativ vielfältige und anregende Themen zu wählen, die die Kinder anregen, auszutauschen, zu sprechen, sich auszudrücken. Es gibt im Lehrwerk immer wieder Hinweise für den Unterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, die am Schluss erwähnt sind, die man nutzen kann. Hier sei auch nochmals erwähnt, dass dieser Wortschatzkasten ganz zentral ist mit den wichtigen Redemitteln und die Bildwortkarten, die für den Wortschatzaufbau sehr hilfreich sein können. Hier sehen wir Bildwortkarten. Hier sehen Sie jetzt auch mal Adjektive, nicht nur die Nomen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es auch Verben gibt. Ich denke, all diese Bildwortkarten kann man sehr, sehr gut nutzen im Unterricht Deutsch als Zweitsprache, wie auch all die Posterbilder. Das könnte man hier auch noch betonen. Auch diese werden Sie im Unterricht Deutsch als Zweitsprache sehr gut nutzen können. Ebenfalls findet man im Begleitband immer wieder Hinweise. Ganz unten sehen Sie hier mit Rot bei DATS. Sehen Sie Hinweise, wenn es sich lohnt, da wirklich vorher mit den Kindern bereits eine Übung zu machen, dass sie dann im Unterricht gut mitkommen. Hier werden Sprechblasen thematisiert. Die brauchen die Kinder nachher. Die Sprechblase wird als Hilfsmittel genutzt für Gespräche üben. Jetzt rede ich, jetzt sprichst du. Wird so mit Sprechblasen, das ist im Begleitband alles beschrieben, werden diese als Hilfsmittel genutzt. Da ist zum Beispiel ein Hinweis, dass man das im Unterricht Deutsch als Zweitsprache bereits vorher nutzen soll, diese Sprechblasen basteln soll, damit sprechen soll, sagen, ich heiße, wie heißt du?
und so weiter, dass die Kinder da mit diesen Sprechblasen schon gearbeitet haben, bevor die weiteren Übungen im Unterricht stattfinden. So finden sie immer wieder Hinweise. Gut, Heterogenität haben wir ein Stück weit schon angesprochen mit dem Thema DATS. Heterogenität ist immer ein Thema im Kindergarten und es ist zwingend notwendig, dass ich als Lehrperson differenzieren kann. Heterogenität ist auch deshalb ein Thema, weil wir vom Zweijahreskindergarten ausgehen und da einfach eine große Altersspannbreite drin haben. Die Themen, die wir gewählt haben, sind sehr offen und sie sind eingebettet in für 4- bis 6-jährige Kinder bedeutsame Kontexte. Es ist immer möglich, dass Kinder an ihren individuellen Erfahrungen anknüpfen können und somit die Sprache als funktional erleben. Die Kinder sollen Erfolgserlebnisse haben und Sprachen nutzen können. Also die meisten Aufgabenformate sind offen, sind binnendifferenziert und es gibt ganz am Schluss jeweils Übungs- und Vertiefungsaufgaben, die mit einem Stern markiert werden. Einsternaufgaben, das sind Aufgaben, die dienen der Wiederholung oder der Festigung des Gelernten. Dann gibt es aber auch 2-Sternaufgabe, wenn ich etwas erschweren möchte, wenn ich etwas erweitern oder vertiefen möchte. Hier sehen wir ein Beispiel aus dem Thema Ich, Du, Wir. Anfangsschuljahr, vielleicht können Sie sich erinnern, das war das Poster, wo ganz viele Spielsituationen sichtbar waren. Da hatten die Kinder alle Gefühlsregungen. Darüber haben wir gar nicht gesprochen vorher. Da gibt es glückliche Kinder, traurige Kinder, zufriedene Kinder, ängstliche Kinder auf diesem Bild, weil da werden auch die Gefühle thematisiert in diesem Thema Anfang Schuljahr. Und bei den Kopiervorlagen finden Sie eine Kopiervorlage, damit die Kinder eine Gefühlsuhr basteln können. Die hat dann natürlich diesen Pfeil noch nicht an dieser Stelle. Das ist einfach ein Bild, das hier eingesetzt ist. Das ist nicht die Originalkopiervorlage. Und diese Gefühlsuhr eignet sich sehr gut für sprachschwächere Kinder, aber auch für sprachstärkere Kinder. Die Kinder, die wenig darüber reden können, können einfach mal das Bild zeigen. Andere können vielleicht schon ganz differenziert sagen, wie sie sich fühlen oder warum sie sich so fühlen. In diesem Kasten, das hat Eva bereits erwähnt, gibt es dann immer Hinweise zu Ein- und Zwei-Stern-Aufgaben. Dann haben wir davon gesprochen, dass es im Begleitband viele Hinweise und Tipps gibt. Ich habe einen Tipp ausgewählt, der für mich ganz wunderbar zu diesem Thema passt, der in meinem Unterricht auch stattfindet, den Sie vielleicht auch schon kennen. Das nennt sich Zeigerunde. Die Zeigerunde, die findet über das ganze Jahr verteilt statt und über die ganze Unterrichtszeit, bei denen die Kinder bei mir im Unterricht sind. Wir haben das eingebettet, auch beim Thema Ich, Du, Wir, Anfangsschuljahr, weil man sich gegenseitig kennenlernt. Ich nehme es hier als Beispiel, weil es ganz wunderbar funktioniert. Die Kinder bringen etwas von zu Hause mit, was ihnen wichtig ist. Sie können auch andere Themen sagen. Sie können auch sagen, nimm etwas mit, was ganz farbig ist. Oder wenn sie, sie können sagen, etwas Weiches oder in der Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes oder etwas Glitzeriges oder einfach das, was zu ihrem Unterricht dann passt. Die Kinder bringen das mit und zeigen es. Zeigen es und sprechen darüber. Es passt hier zu diesem Thema Differenzieren und Heterogenität, weil alle Kinder abgeholt werden. Es gibt Kinder, die setzen sich am Anfang nicht auf diesen Stuhl. Die möchten gar noch nicht darüber reden, die nehmen vielleicht etwas mit und legen es nur in die Mitte. Es gibt Kinder, die setzen sich bereits zu Beginn des Schuljahres da drauf und erzählen da sehr wortgewandt bereits ihre Geschichten zu den Gegenständen, die sie mitgebracht haben. Die Kinder lernen in dieser Zeigerunde Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten und immer mehr die Sicherheit, in einer Großgruppe zu sprechen. Ganz wichtig ist, dass man da ganz vorsichtig vorgeht und es ist auch voll okay, wenn am Anfang da jemand noch überhaupt nicht auf diesem Stuhl sitzt, sondern einfach mal zuschaut und zuhört, wie das so vor sich geht, wenn jemand etwas von sich selber zu Hause erzählt oder mitbringt und erklärt. Das sind ganz wunderbare Sequenzen, die Kinder freuen sich immer. Bei mir ist es so, dass man nicht jeden Tag Dinge von zu Hause mitbringen kann und darum sind diese Zeigerunden sehr begehrt und die Kinder freuen sich unglaublich fest darauf jeweils.
Wenn man möchte, kann man dann auch noch über die Gespräche reden. Man kann nach, aber das kommt auf die Klassensituation darauf an, dass man wie sagt, ja, hast du denn jetzt eine Frage beantwortet? Oder nimm dir mal vor, heute eine Frage zu stellen oder versuch mal ein bisschen lauter zu sprechen. Aber das müssen Sie dann je nach Kind selber anpassen. Was liegt da schon drin und was lässt man einfach mal geschehen und erleben? Zum Schluss noch einige Hinweise zum Thema altersdurchmischtes Lernen. Das Lehrwerk Die Kleinsprachstarken legt den Fokus auf die ersten beiden Jahre des ersten Zyklus. Mit welchem Heft ich starte, spielt keine Rolle. Es gibt vielfältige Aufgaben zur Differenzierung. Es gibt binnendifferenzierte Aufgaben, wie die Aufgabe, die du eben erwähnt hast, Katrin. Es gibt aber auch Aufgaben, die mit Ein-Stern-, Zwei-Stern-Aufgaben variiert werden können. Es ist möglich, dass ich modular arbeite durch diesen Aufbau in verschiedenen Bausteinen. Wenn ich jetzt eine Grund- und Basisstufe habe, dann lassen sich die Inhalte sehr gut mit den Sprachstarken 1 und mit den Sprachstarken 2 verbinden. Es liegen jeweils Jahresplanungen vor, wie ich das ganz konkret umsetzen könnte. Wir empfehlen die Strukturierung nach den Bausteinen von Edwin Achermann, indem man diese Bausteine nutzt. Es gibt auch eine exemplarische Planung. Die Inhalte selber sind aber auf den er also auf die ersten beiden Jahre des ersten Zyklus 1 ausgerichtet. Ja, ich habe hier zum Abschluss noch zwei Bilder. Ich sage gar nicht mehr so viel dazu. Ihr habt schon viel erzählt. Es gibt immer wieder Hinweise, wie man in Kleingruppen, in Partnerarbeiten arbeiten kann oder auch in Expertengruppen bei den Experimenten, beim Lesen dieser Anleitungen oder hier beim Pult sieht man ein Kind, welches einem anderen Kind Regeln erklärt. Es gibt neben nämlich bei den Bildwortkarten auch Regelkarten wie Aufstrecken. Ja, Sie werden das alles dann noch sehen, wenn Sie das Ihr Werk genauer anschauen. Aber es gibt einiges, was die Kinder einander auch lernen können. Und einfach diese zwei Bilder als Beispiel. Gut, nun sind wir schon bald am Ende. Leider übergebe ich dir das Wort für die Koordination der Fragerunde. Danke vielmals. Danke euch beiden für die tolle Präsentation. Und danke den Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Ich habe die erste Frage an Helena wegen dem Playback, dass bei den, ob die Lieder auch als Playback erhältlich sind. Genau. Dazu müssen wir Sie leider zuerst enttäuschen. Wir haben kein Playback zu den Liedern geplant. Jedoch gibt es zu jedem Lied, das Sie als Audio-Track vorliegen haben, gibt es die Noten und den Text in den Audioskripten drin. Also Sie können da das Playback selbst spielen. Genau. Super. Dann noch die Frage mit der Basisschrift. Also das ganze Lehrmittel. Ich weiß, die Kinder sehen von der Schrift nicht viel, aber zum Beispiel im Heft 1, Seite 3, Buchstaben sind nicht in Basisschrift und wenn sie abschreiben, dann schreiben sie die falsch ab. Deswegen meine Frage, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, aber ich wollte gerne wissen, wieso es nicht in Basisschrift ist. Vielen Dank für die Frage. Finde ich ganz eine wichtige Frage. Grundsätzlich ist kein Erstlesemittel in Basisschrift geschrieben, weil die Basisschrift ist eine Schreibschrift und keine Leseschrift. Wenn die Kinder Schrift entdecken im Alltag, ist das in der Regel zum Beispiel Coop oder Migros, dann ist das ja auch nicht in Basisschrift geschrieben. Es wird relativ selten die Basisschrift genutzt. Wenn, dann ist es in handschriftlichen Schreibprozessen. Wir wissen auch vom Lesen, für das visuelle Erfassen ist die Basisschrift gar nicht so geeignet. Deshalb würde ich Ihnen jetzt auch empfehlen, im Unterricht nicht nur die Basisschrift zu verwenden, sondern eben ganz bewusst auch andere Schriften, dass Kinder auch lernen, verschiedene Schriften zu lernen. Das ist dann vielleicht eher zu einem späteren Zeitpunkt der Fall, nicht gerade am Anfang. Deshalb haben wir viele Texte dann auch in Großbuchstaben, aber in einer einfachen und gut lesbaren Schrift abgedruckt. Danke. Dann dieses super tolle Lehrmittel scheint das ganze Jahr abzudecken. Ist es auch möglich, nur einzelne Themen herauszupicken, um noch Raum für die eigenen Themen zu haben?
Darf ich da antworten? Ja, that's Ja, yours. ganz eine wichtige Frage und das war uns ein sehr großes Anliegen. Wenn man aus der Praxis kommt, dann möchte man da die eigenen Themen einbauen können. Man möchte an den eigenen Themen arbeiten und auch an diesen Themen, die von der Gruppe herkommen, die zur Gruppe passen, zur Kindergruppe. Darum eine wichtige Frage. Ja, das ist möglich. Wir haben die Themen so gewählt, dass sie sich ganz, ganz wunderbar in andere Themen einfließen lassen. Das heißt, Sie müssen dem Thema gar nicht kaufen, tauschen sagen. Da gibt es ganz, ganz viele Spielmaterialien und Unterrichtsmaterialien, die Sie dann einfach in Ihres Thema einbauen können. Also da werden Sie ganz vieles entdecken, was Sie einfach neben Ihren Themen machen können. Vielleicht nehmen Sie ein Thema und machen ein ganzes Thema draus. Und vielleicht haben Sie aber auch schon gemerkt, es sind eigentlich alles NMG-Themen. Und gerade die Themen im Kindergarten und ich, du, wir, das sind beides Anfangs, Themen des Jahres, des Schuljahres. Und all dieses Material, das lassen sich zu allen Bilderbüchern kombinieren, die Sie da Anfangsjahr wählen. Einfach als Beispiel. Und bei den anderen Themen, auch bei den Jahreszeiten, ist das so, beim Wald ist das so. Also das Material lässt sich da lässt sich ganz, ganz viel damit spielen und verschieben und einbauen. Danke. Dann danke für den Wald und die Musik. Schön. Wie viele Spielepakete pro Klasse sollten gekauft werden? Helena? Wir rechnen damit, dass sie so ungefähr mit zwei Spielepaketen durchkommen sollten. Die Spielpläne, also diese Dinge, die Sie vielleicht in Gruppen verteilen möchten, die gibt es immer in zweifacher Ausführung. Das heißt, wir rechnen so mit einem bis zwei, je nach Klassengröße. Vielleicht sind Sie auch froh um ein drittes. Genau. Super. Wir haben auch eine Budgetierungshilfe online, die werde ich sonst nachher noch zustellen. Genau. Dann unsere Logopädinnen arbeiten mit Silbenbogen. Ihr verwendet Punkte für die Silben. Empfiehlt ihr, beides zu verwenden? Könnt ihr noch mehr dazu sagen? Danke für die Frage. Wir verwenden ganz bewusst Punkte, weil das in den sprachstarken 1 so gemacht wird und wir es den Kindern ermöglichen möchten, also anschlussfähiges Lehrmittel zu haben und dass sie ihre Erfahrungen auf diese Erfahrung dann zurückgreifen können. Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten, wie man Silben klatschen kann. Und genau, ich glaube, da gibt es auch nicht die einzig wahre Variante, sondern es gibt einfach verschiedene Varianten. Genau. Gibt es Symbole, zum Beispiel etwas mitbringen für den Zeigetag, damit auch die Eltern informiert sind? Ja, vielleicht, was wir gar noch nicht gesagt haben, dass all die Bildwortkarten mit den Symbolen, auch mit den Klassenregeln, die vorhanden sind, im Downloadbereich verfügbar sind. Das heißt, Sie können sie downloaden, kopieren, wiederverwerten, wenn Sie jetzt die nochmals anders oder zum Beispiel eben in einem Elternbrief nutzen möchten. Braucht man Lizenz für die digitalen Zugänge? Helena? Die Lizenz ist dem Begleitband beigefügt. Dort finden Sie dann alle Kopiervorlagen, Audio-Tracks und so weiter. Genau, also wie bei unseren Begleitbänden üblich, ist das dort angehängt. Genau. Oder man kauft sich den digitalen Begleitband Genau. und dann separat, genau. Dann Judith Albisser schreibt: Vielen Dank für dieses tolle Lehrmittel. Ich freue mich riesig darauf. Ab wann können wir das Lehrmittel beziehen? Genau. Die meisten Lehrwerksteile werden ab März ausgeliefert, Begleitband und die Bildwortkarten im Laufe des Aprils. Genau. Ich arbeite in der Basisstufe. Welche Zusammenhänge gibt es zum sprachstarken 1? Und wie sieht die grobe Planung für die Basisstufe aus? Wer möchte antworten? Genau. Es gibt einen die Jahresplanungen, die genutzt werden können, die eben Zusammenhänge aufzeigen, wie man das nutzen könnte. In den sprachstarken 1 selber gibt es ja wenig Themen, die vorgegeben werden. Deshalb würden wir für eine Grundstufe vorschlagen, dass wir die Themen der
Kleinsprachstarken auf 3 Jahre ausdehnen. Bei den Sprachstarken bei einer Basisstufe sieht das etwas anders aus. Da würden wir gewisse Themen, die parallel laufen, zum Beispiel das Feste feiern, kommt auch in den Sprachstarken 2 aus, parallel laufen lassen. Wir empfehlen da die Strukturierung nach den Bausteinen nach Edwin Achermann, also dass man Themen mit gemeinsam macht, dass es freies Spiel gibt, dass es Planarbeit gibt und die Aufgaben aus den kleinen Sprachstarken lassen sich dann hier zuordnen. Genau. Es ist vielleicht zu erwähnen, es ist kein, nicht ein fixfertiges Basisstufen, Lehrmittel, sondern man muss die Zusammenhänge, also man kann die mit Hilfe der Jahresplanungen dann gut zusammenfügen. Wir werden aber auch eine exemplarische Unterrichtseinheit in einer Einheit aufzeigen, wie das etwa funktionieren kann, wie das Zusammenspiel zwischen Sprachstarken 1, 2 und den kleinen Sprachstarken funktioniert. Genau. So wie wir uns ja kennen, machen wir wahrscheinlich auch wieder ein Webinar darüber und werden natürlich alle einladen. Genau. Gut. Ich unterrichte wieder eine Basisstufe. Gibt es im Begleitband auch Lernspiele, die nach oben adaptiert werden können, mit schwierigeren Inhalten etc.? Analog wie in den Cockpits vom Zahlenbuch. Ja, es lassen sich alle Spiele sehr gut erweitern, auf die Grund- oder auch auf die Basisstufe, auf die erste, zweite Klasse. Die meisten Sequenzen lassen sich problemlos erschweren, weil die Aufgaben schon binnendifferenziert sind und ich da einfach zusätzliche Angebote oder Aufgaben stellen kann. Gleichzeitig haben wir da aber auch die Unterlagen der Sprachstarken 1, die Unterlagen, die sich ganz explizit dem Schriftspracherwerb widmen. Die würde ich nicht ganz weglassen, oder auch die Sprachstarken 2, die kommen ja dann auch noch mit eigenen zusätzlichen Themen. Gut, dann die Linda Mühlhauser-Piller. Danke für die tolle Arbeit. Hoppla, bietet keine Anfangsthemen für DATS im Kindergarten. Ich freue mich darauf, mit diesen Inhalten meinen DATS-Unterricht zu gestalten. Es scheint, dass alles vorhanden ist. Merci, dass ihr an das DATS gleich von Beginn an gedacht habt. Und sind die Voka-Karten auch digital vorhanden? Genau, das sind die Bilder, die vorhanden sind, dann halt ohne Wörter auf der Rückseite, aber die Illustrationen sind vorhanden und wir haben sie auch so zusammengenommen als Download pro Thema, sodass Sie gleich finden, was Sie suchen. Eine Frage für Katrin. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Lehrmittel. Wie setze ich das Lehrmittel konkret im Unterricht ein? Oft arbeiten wir ja im Kindergarten mit einem Thema und es sind auch noch andere Fachbereiche im Lehrplan. Nur mit den zweiten Kindergartenkindern. Also das Material ist so gestaltet, dass es sich gut zu anderen Themen kombinieren lässt. Ich versuche da jetzt einfach ein kleines Beispiel zu machen. Das Poster, das wir gesehen haben, die sind übrigens A1-Format. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also das sind große Poster, die Sie erhalten im Posterpaket. Auf diesem Poster waren da die Kinder zu sehen, die spielen. Ganz viele unterschiedliche Spielsituationen waren da drauf, bei Ich, du, wir. Das ist das Anfangsthema. Mit diesem Poster kann man Anfangsjahr arbeiten, auch wenn man ein anderes Thema hat. Man kann zum Beispiel das Freispiel so einführen. Man kann schauen, was hat man im Raum, wo ist das hier auf dem Bild, wo ist das denn bei uns im Raum. Also Sie können viel Material so einbauen. Ich würde empfehlen, dass man wie sagt, was ist mein Thema? Welches Bilderbuch habe ich? Und dann schauen, was möchte ich damit machen? Und schaue mir das den Begleitband an und die Materialien aus den kleinen Sprachstarken und schaue mir, wo ich diese Übungen einbauen kann. Viele Spielformen sind auch
dann im Freispiel machbar. Also muss man nicht im geführten Unterricht machen, kann man also gut in das laufende Freispiel einbauen oder auch vielleicht ein bisschen adaptieren, dass es zum Thema passt. Gerade alle diese Sequenzen mit Geschichten erfinden, Geschichten spielen, Rollenspiele machen, das lässt sich zu allen Themen machen. Dann gibt es viele Spielformen und Unterrichtsmaterial, welches sich eignet für Sammelspiele, die jeden Tag immer wieder genutzt werden können, auch in kleineren Sequenzen. Also ich denke, wenn man das Material anschaut und die eigene Planung macht, dann wird man immer wieder Material einknüpfen können. Oder eben man sagt, ich mache jetzt wirklich aus dem Wald ein großes Thema. Ich wähle mir noch ein Bilderbuch dazu aus. Das ist ja dann auf der Liste, die Eva erwähnt hat, sind da mögliche Bilderbücher drauf, die man nutzen kann oder ein eigenes, was man möchte. Und man wählt wirklich dieses Thema aus und fügt noch mehr Material dazu. Weil nur das Lehrmittel, das macht ja vor allem, denn also wir haben ein Deutschlehrmittel, das mit vielen Sachen verknüpft ist. Aber wenn Sie ein Thema wählen, dann und nur an diesem arbeiten, dann können Sie unbedingt noch mit Material zufügen. Also kann man ganz viel dazufügen. Vielleicht noch Ja. als Hinweis, jeweils auf den ersten Seiten ist immer auch erwähnt, wenn es fächerverbindende Elemente gibt. Also wenn es sich zum Beispiel, wenn sich eine Sequenz besonders gut eignet, um hier mathematisch zu arbeiten. Zum Beispiel beim Zählen der Kerzen auf dem Kuchen. Und da gibt es immer auch fächerübergreifende Hinweise, wenn andere Fachbereiche besonders auch gefördert werden könnten. Dazu haben wir uns dann etwas zurückgehalten im Lehrwerk. Aber das können Sie natürlich ergänzen. Merci. Danke für den interessanten Einblick bei Themen. Alles gut? Ja. Bei Themen im Wald oder meine Stadt bewegt sich das Lehrmittel nicht nur im Bereich Sprache und damit einem deutschdidaktischen Bereich, sondern im Bereich NMG. Sind die entsprechenden Aufgaben auch fachdidaktisch fundiert abgesegnet? Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest, Eva. Ja, also wir haben natürlich schon versucht, dass die nicht völlig quer in der Landschaft liegen und dass wir aktuelle fachdidaktische Strömungen auch respektieren und nicht etwas völlig Falsches machen. Gleichzeitig ist es ein Deutschlehrmittel. Wir haben uns eben auch da zurückgehalten und jetzt im Thema geht es vor allem um das sprachliche Lernen. Beispielsweise das mathematische Lernen wird nicht näher beschrieben, das NMG-Lernen wird nicht näher beschrieben. Genau. Ich denke, es ergänzt sich dann mit den entwicklungsorientierten Zugängen, wo ja dann die verschiedenen Fächer oder die verschiedenen Themen zusammenkommen. Wir geben die Hinweise von Deutsch aus, wie Eva sagte, haben aber nicht ein absolut fächerübergreifendes Lehrwerk gemacht. Also es ist wirklich ein Deutschlehrwerk, in dem wir jetzt aber einen Sachtext wirklich möglichst auch NMG-gerecht behandeln möchten. Das haben wir auch abgeklärt. Aber es ist nicht so, dass wir die anderen Fächer mit reingenommen haben und die Lernziele zum Beispiel geprüft haben. Also das ist dann auch eine Vernetzung, die ja dann auch im Unterricht selbst passiert, ganz individuell. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst, Eva, sonst ergänzt du noch. Was ich aus der Praxis einfach noch sagen kann oder erwähnen möchte, ist, dass ja genau das fächerübergreifende Arbeiten bei uns im Unterricht eigentlich fast nonstop stattfindet. Und ich es darum ganz, ganz toll finde, dass da die Jahreszeiten drin sind, auch mit den Experimenten und auch, dass man so auf den ersten Blick denkt, ja, da ist sehr viel NMG drin. Die Übungen sind aber alle so gehalten, dass es um die Sprache geht, dass es darum geht, dass die Kinder Sätze bilden, dass sie einander Sachen erklären, dass sie die Natur beobachten. Und das ist ein Wortschatz, den die Kinder die ganze Zeit nutzen sollen und auch damit konfrontiert werden. Also es ist alles aus der Lebenswelt der Kinder. Es ist nicht ein NMG-Thema, das irgendwoher mit Begriffen kommt, welche sie im Alltag nicht nutzen müssen. Ich finde, das hilft eigentlich gerade eben auch, dieses Lehrmittel sehr, sehr gut in den laufenden Unterricht einzubauen. Aber die Übungen sind ja dann sprachspezifisch gestaltet. Dankeschön. Gibt es im Begleitband Ideen und/oder Arbeitsblätter für Hausübungen? Meint man dann Hausaufgaben oder Hausübungen?
Ja, wir haben nicht speziell Hausaufgaben formuliert, aber ich denke, natürlich könnte man ganz viele Aufgaben auch nach Hause schicken und zum Beispiel die Eltern darüber austauschen lassen. Oder die Eltern bringen zum Beispiel, können das Happy Birthday in verschiedenen Sprachen mitbringen. Also es gibt Anregungen dazu, wie ich auch das Elternhaus mit einbeziehen könnte, aber es gibt nicht Hausaufgaben, die vorgegeben sind. Danke. Wieso sind die Differenzierung nicht wie bei den Sprachstärken mit Schmetterling? Also ich nehme an, Sprachstärken 1 mit Schmetterling, Schildkröte und Elefant vorhanden. Schmetterling, Schildkröte und Elefant, das ist meines Wissens aus dem Schriftheft. Und da geht es darum, dass ich schreibe wie ein Schmetterling, also dass ich wenig drücke, wenig Druck ausübe und schreibe wie ein Elefant. Ich drücke hier sehr stark. Also da geht es nur um die Differenzierung, wie schreibe ich. Das ist nicht eine Differenzierung in Schwierigkeitsgrad, sondern vom Druck schreibe ich schnell wie ein, jetzt habe ich es gar nicht mehr, was das Tier Also. ist. Schnell wie ein Hase oder schreibe ich langsam. Ein Genau, das ist eine zusätzliche Herausforderung, die dann in der ersten Klasse dazukommt, die wir jetzt im Kindergarten gar noch nicht in den Fokus setzen wollten. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben uns in vielen Punkten des Begleitbandes auch ein bisschen an Crescendolino angelehnt. Daher kommt auch die Idee mit den Sternen, mit dem Weitergehen, mit dem nochmals Üben. Es gibt auch gewisse Verbindungen zu Crescendolino, wenn Sie das nutzen, dass man da auch weiter noch in der Musik gehen kann. Also hier nochmals zum fächerübergreifenden, ist aber nicht nötig für den Erfolg, der Arbeit mit den kleinen Sprachstarken. Genau. Vielleicht von mir noch den Hinweis, die Sterne, die sind für die Lehrperson ja gedacht. Das ist ja nicht wie bei dem Elefant und bei der Schildkröte, wo die Kinder sich daran orientieren, sondern diese Differenzierungssterne, die kommen im Begleitband vor und nicht auf den Blättern für die Kinder. Wäre es auch möglich, nur einen Tag in der Woche mit diesem Lehrmittel zu arbeiten? Ja, genau. Wir haben die Themen so aufgebaut, dass ein Baustein in der Regel so während einer Woche eingeführt werden kann oder durchgeführt werden kann. Das ist in der Regel, das hängt ganz stark damit zusammen oder davon ab, was Sie sonst noch machen, parallel. Ich könnte ein Baustein an einem Tag, ja, wäre wahrscheinlich etwas sportlich. Wahrscheinlich bräuchte ich eher. Ich arbeite ja dann nicht den ganzen Morgen dran, sondern habe nur eine Sequenz, in der ich jetzt es einführe, habe dann Freispielangebote. Genau, das hängt auch davon ab, wie ausführlich ich etwas machen möchte. Ich kann das auch sehr stark vertiefen. Ich kann das natürlich auch schneller als eine Woche machen, wenn ich alle anderen Fachbereiche weglasse und nur isoliert am Deutsch arbeite. Löst dieses Lehrwerk das Lehrwerk der Sprachschlüssel ab oder mein Sprachschlüssel? Genau, das ist so.